Wir fahren jetzt zur 7-Seen-Wanderung oder zur Basisstation mit dem zum Lift, Liftstation. Und jetzt sagt plötzlich das Navi, wir sollen hier wegfahren. Wir müssen sieben. Da stehen wir und die Navigation sagt, dass wir hier weiterfahren sollen. Allerdings ist das wirklich jetzt eher ein Wanderweg. Und wie sieht es da hinten aus? Nein, übel. Kann man nicht fahren, oder? Bestimmt, aber wir sind jetzt noch 5,6 Kilometer vom Ziel entfernt. Theoretisch noch 23 Minuten im Auto. Hier soll es weitergehen. Aber für uns ist die Straße jetzt einfach gesperrt. Und was auch echt lustig war, dass wenn man sich das hier mal anguckt, dass hier sozusagen dahin wollen wir, da wo das Herzchen ist. Und hier in der Mitte ist auch erstmal gar nicht so richtig ein Weg angezeigt. Wenn man ein bisschen weiter reinzoomt, kommt dann schon ein Weg. Allerdings ist das halt viel mehr ein Wanderweg als alles andere. Aber ja, jetzt gehen wir erstmal Himbeeren sammeln. Wir haben gerade festgestellt, dass hier überall ganz viele wilde Himbeeren wachsen. Voll geil. Vielleicht finden wir genügend, um sogar richtig mal Marmelade zu kochen oder so. Was machst du da, Franzi? Guck mal, ganz viele Himbeeren. Das ist alles voll mit zuckersüßen, leckeren Himbeeren. Und wir haben auch schon ganz viele Pilze am Wegesrand gesehen. Sammeln wir auch noch. Vielleicht sammeln wir auch noch mal Pilze, oder? Ja. Nach unserer harten Wanderung nicht. Erstmal ein alkoholfreies Radler. Oh, exzellent, schmeckt sehr gut. Ja? Immer nur am Fressen und Malte wird immer fetter. Jetzt soll ich heute noch joggen gehen. Ey. Also da wir jetzt hier irgendwie nicht weitergekommen sind, haben wir erstmal entschlossen, was zu essen. Und das Geile ist, irgendwie ist der ganze Wald voller Pilze. Und jetzt haben wir hier eine Pilzsuppe. Ich würde sagen, wir versuchen unser Glück entlang des Flusses. Das ist schön feucht. Und hier ist alles voll mit Pfifferling am Fluss, also wo es ein bisschen feuchter ist. Ausbeute, Malte. Eine Stunde Pilze sammeln. Eigentlich relativ viele Steinpilze, ein paar Birkenröhrlinge und ja, ganzer Korb voll. Ja. Und Pfifferlinge. Pfifferlinge haben wir auch einige, ja. Das ist unsere Ausbeute heute und ich werde jetzt erstmal Himbeermarmelade kochen und die Pilze haben wir gerade entschieden, dass wir die trocknen. Also ich finde, unsere Ausbeute am Marmelade ist schon ganz geil, oder? Ja, das geht ziemlich schnell, das zu sammeln. Jetzt werden die Pilze aufgefädelt. Das ist so lustig. Wo führst du uns hin, Malte? Erstes Ziel der heutigen Wanderung erreicht. Wir sind an dem ersten der 7 Gletscherseen. Und jetzt gibt es erstmal was zu essen. Was haben wir dabei?
schwäbischen Kartoffelsalat mit Zwiebel, Apfel und sauren Gurken und Speck. Wir sind ja hier im Rieler Gebirge und hier gibt es auch einige Hütten und ich glaube, man könnte da auch übernachten und so richtig schöne Hüttenwanderung machen. Wir trinken da jetzt vielleicht noch einen Tee oder so und dann geht es für uns auch wieder runter. Aber grundsätzlich ist es echt ein schönes Wandergebiet hier. Wir sind jetzt hier bei dieser Hütte angekommen, sind irgendwie hier so hochgewandert und hier gibt es jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also 9 Seen. Eigentlich ist das hier irgendwie die 7 Seenwanderung und das sind alles Gletscherseen, die auf verschiedenen Höhen sozusagen übrig geblieben sind, nachdem die Gletscher abgeschmolzen sind. Hier sind so ein bisschen die ganzen Regeln des Nationalparks aufgelistet und was ganz cool ist, man darf zum Beispiel an bestimmten ausgewiesenen Stellen angeln. Wir haben jetzt zwar noch keine gesehen, aber irgendwo wird es welche geben. Und es gibt auch bestimmte Stellen, an denen man Lagerfeuer machen kann und zelten darf. Auf 2222 Metern angekommen und leider haben wir keinen Schnaps dabei, aber egal. Für uns geht es jetzt wieder runter und auf dem Rückweg werden wir auf jeden Fall in den Wald, durch den wir gekommen sind, noch ganz viele Sachen sammeln. Da war alles voll mit Steinpilzen. Wir haben ganz viele Blaubeeren gesehen und Himbeeren und ich will nachher vielleicht noch einen Kuchen backen mit Blaubeeren und Himbeeren. Deswegen, genau, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, um das Ganze zu sammeln. Franzi, was machst du da? Sieht gut aus, ne? Ja, tatsächlich. Sieht besser aus als gedacht. Da. Jetzt gibt's Pilzsuppe. Malte hat schon ganz fleißig Pilze geschnitten. Hier sind noch ein paar. Und der Rest ist für den Kopf. Genau, wir machen mit Pilzsuppe und wollen auch noch eine Pilzpfanne über den Feuer machen. Also. Ist fertig. Und naja, also wir haben schon natürlich ein paar extra Zutaten gebraucht, aber es ist einfach voll cool, wenn man einfach raus in den Wald gehen kann und sich sein Abendessen sammeln kann. Ja. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Du hast ja schon probiert, ne? Ja, ist gut. Guten Appetit. Guten Appetit. Eigenlob stinkt. Das ist die beste Pilzsuppe, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Mit den Blaubeeren und mit den Himbeeren und mit der selbstgemachten Himbeermarmelade aus dem Wald hier werde ich jetzt mal einen Käsekuchen backen im Omnia-Backofen. Bin gespannt, ob das was wird. Kommt erstmal Mehl für den Teig. Also schneide ich ihn mal jetzt auf. Jetzt kommt der Teig in den Omnia-Backofen. Und
Gurke. Ja. Eine Orange. Ich mache einen Schuss Olivenöl jetzt. So, jetzt kommen noch ein paar Blaubeeren und ein paar Himbeeren, die letzten Himbeeren. Einfach direkt in die Fülle. Damit ist die Füllung für unseren experimentellen Käsekuchen fertig. Die wir gestern gesammelt haben, die müssen unbedingt verarbeitet werden. Und wir haben uns überlegt, wir machen einmal eine Pilzpfanne und dann wollen wir sie auch noch einkochen, oder? Einfach genau, weil wir so viele haben, dass wir die haltbar machen. So, unser Wasser geht zu Neige und wir können jetzt mal hier an dem Fluss, wir können jetzt das Wasser auf. This is going to win game. Im Riener Gebirge darf man sogar an manchen Stellen Lagerfeuer machen und da gibt es ausgewiesene Lagerfeuerstellen. Ich bereite jetzt Holz für unsere Pilzpfanne. Ich bereite gerade Holz fürs Feuer vor. Für die Pilzpfanne. Okay, die wir und jetzt aber von vorne. Wir auch jetzt noch ein paar Blaubeeren übrig hatten, gibt es jetzt sogar noch ein Glas Blaubeeren. Tag 4. Und was gibt es zum Frühstück? Lachsbrötchen. Nein. Pfifferling Steinpilzpfanne oder Rührei. Besser gesagt, diesmal.